Mitbekommen haben, dass die Meldung deiner Verpflichtung hat ganz Bremen völlig überrascht. Das war vorletzten Sonntag. Ich habe mein Handy angemacht, die Meldung gelesen. Ich glaube, die meisten Leute konnten es nicht glauben, aber ich glaube, die ganze Stadt hat sich wahnsinnig gefreut, dass es so gekommen ist. Hast du das mitbekommen? Sehr schnell an den Reaktionen? Ja, ja. Ich wollte einen Meter Schlaf machen, dann konnte ich nicht, weil mein Handy hat geklingelt. Ja, das war super. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Und es ist wahrscheinlich eine gute Gelegenheit, einfach deine lange Karriere bei Werder jetzt doch zu einem vernünftigen, guten Ende zu bringen. Ja, das ist die Idee. Ich hoffe, kann ich was Gutes tun, um ein gutes Ende in meine Karriere hier zu bringen. Was mich interessiert und was ich spannend finde, ist, ich bin dann mit einem Kumpel am nächsten Tag nach der Verpflichtung sofort nach Lohne gefahren und wollte mir das Spiel gegen Venlo angucken. Und dann bist du eingewechselt worden, hast ungefähr 20 Minuten gespielt und man hat ganz schnell das Gefühl gekriegt, für die lange Pause, die er hatte, der wirkt richtig fit, der wirkt körperlich gut beieinander. Also man hat das Gefühl, dir geht es körperlich richtig gut. Täuscht das oder ist es richtig? Ja, es war so, ich habe ein bisschen trainiert davor, alleine. Dann ja, konnte ich ein bisschen spielen und jetzt bin ich wieder fit. Das klingt gut. Und heute gleich auch ein Assist geliefert, die Vorarbeit. Also ich glaube, es ist so, dass man nach wie vor von dir erwarten kann, wenn du im Spiel bist, hast du Ideen, dann setzt du deine Nebenleute ein, du bist selbst torgefährlich. Also du wirst an der Saison wahrscheinlich noch viel Spaß haben, oder? Ja, das sowieso. Wichtig ist immer Spaß haben, aber auch natürlich Spiel zu gewinnen. Und ich hoffe, das kann ich auch ein Tor machen, sodass die Leute können ein bisschen jubeln auch. Claudio, du bist Fußballer, Sportler mit Leidenschaft, aber du hast auch eine Familie, eine Frau, fußballbegabte Kinder, also das ist die nächste Generation Pizarro. Was hat denn deine Frau gesagt, als du gesagt hast, ich gehe wieder in die Bundesliga und ich gehe zu Werder Bremen? Mach, was dich glücklich macht. Wenn es dich glücklich macht. Ich freue mich sehr für dich. Wunderbar. Also, wir freuen uns alle, dass er wieder zurück ist mit einer etwas ungewöhnlichen Rückennummer, aber es ist eben das vierte Mal und jetzt könnt ihr singen! Jetzt könnt ihr singen!